TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Emma. Herzlich willkommen zu TV Total. Heute mit lustigen Politikern, Frühlingsgefühlen und ganz vielen Komplimenten. Und hier ist der schönste Moderator des Abends, Sebastian Pumpa. TV Total hier im Hexenkessel der Frühlingsemotion. Was ist denn nur los? Meine Fresse, die Hormone gehen mit euch durch. Ja, so viel Liebe. Ey. Oh. Wolfgang, nur für dich. Herzlichen Dank. Also, geil, ne? Oh, mach das. So was macht für zu Hause, ey. Ah, oh Mann, man merkt den Frühling, ne? Der Frühling naht, ja. Hier ist Liebe, aber alle anderen trennen sich. Das ist mir aufgefallen. Markus Lanz hat sich getrennt. Schade. Sevi Mais hat sich getrennt. Ja, nur Sarah Wagenknecht. Die hat immer noch so einen alten. Ja, kannst mal sehen, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Stockholm-Syndrom. Das kommt durch die Pflege, aber eine andere Geschichte. Gut, reden wir über Germany's Next Topmodel. Denn da ist die Welt noch in Ordnung. Da ist die Welt noch in Ordnung. Weil die sind Vogue, die sind divers und die sind total 2023. Und was mir am besten gefällt, die sind richtig reflektiert. Ist das echt Pelz? Die Jacke? Ja. Ja, das ist Wildfuchs. Echt? Ja, ja. Wildfuchs. Ja, danke, klar, selbst, ja. Ich kann leider diesen Kunstpelz nicht tragen, weil es mir nicht gefällt. Was? Was? Ja, ich kann diesen Kunstpelz nicht tragen, weil es mir nicht gefällt. Ich dachte erst, ja, sie kann es nicht tragen, weil sie eine Plastikallergie hat. Ja, oder weil sie aus einer alten Jägerfamilie stammt oder was weiß ich. Nee, ihr gefällt es einfach nicht. Und dann denke ich, das ist doch das geilste Argument überhaupt. Ja? Ah, ich kann heute leider nicht Bahn fahren. Gefällt mir nicht. Auf Fleisch verzichten, es gefällt mir nicht. Ist die ultimative Ausrede. Manchmal ist die Lösung so nah. Ja, so, aber bevor Sie sich jetzt alle da draußen empören, nach dem Motto, Pelz ist viel nachhaltiger, als wir alle glauben, das wissen doch die Models längst. Muss jeder halt wissen, was er machen. Das Tier, ja. Dass der Pelz kann nachwachsen, weißt du, ich meine, aber das, da geht's ja um... So, nee, die werden gehäutet mit der... Echt jetzt? Ja, ja. Oh, wusste ich nicht. Ja, der Pelz kann nachwachsen. Jeder Mann hier drin? Ja, ja, klar, der Pelz kann nachwachsen. Wer kennt nicht die Jahreszeit, in der die ganzen Tiere nackt im Wald sind, ne, weil sie ihre Pelze freiwillig an die Pelzindustrie abgegeben haben? Schlimme Zeit, Kinder sind immer sehr verstört. Ein nacktes Reh. Der Pelz wächst nach. Ich würde gerne in ihrer Welt leben. Ich glaube, das ist eine schöne Welt, das ist eine gute Welt. Vieles gut und richtig. Zwar auch falsch und doof, aber gut und richtig. Kann Gehirn nachwachsen? Geht das? Wobei, es sollte vorher da sein, ne? Ja, irgendwas ist immer. Ah, ärgerlich. Am stärksten ist aber Germany's Next Topmodel. Wenn wir einen Blick in die Gefühlswelt der Kandidatin werfen dürfen, wenn die echten Emotionen gezeigt werden und wir Zuschauer sehen, wie zerbrechlich und fein diese jungen Elfen doch sind. Insbesondere Sarah. Ich freue mich auch so sehr, dich zu sehen. Ich vermisse euch so sehr. Beruhig, Schatz, beruhig dich jetzt erstmal. Es ist so toll, die Mädels sind so super. Ich freue mich riesig. Und wir sind in so einer Riesenvilla. Und was soll ich
aber Zahn ist direkt neben uns. Ich würde mir so wünschen, dass ich irgendwann so viel Geld habe, dass ich euch auch den Blick mal ermöglichen kann. Oh nee. Ich sag's Ihnen, als ich den Ausschnitt das erste Mal gesehen habe, ich lag schreiend unterm Tisch. Ich lag schreiend unterm Tisch. Also wirklich wie sie. Es ist alles so schön. Und morgens geht die Sonne auf. Und ich habe kein einziges Mal ins Bett gemacht. Oh doch. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Nein, nein. Anklage. Hier kommt Kritik. Das ist doch nicht mehr mein GNTM. Ja? Früher wurde noch geweint, weil alle anderen so scheiße waren. Und jetzt, aha, die sind so super nett. Ich werde zu alt für den Scheiß. Ich werde zu alt für den Scheiß. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich wächst gerade bei ihr der Pelz nach. Aber das ist eine. Nein, 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 nein. Nein, das ist eine falsche. Am besten, man muss sagen, am besten ist aber Papa Franz Josef. Ja? Gucken Sie dieses lächelnde Gesicht hier. Ja? Wissen Sie, was er die ganze Zeit denkt? Oh, Gott sei Dank ist die Heulsuse endlich weg. Ja? Für alles Geld der Welt komme ich jetzt nicht nach Kalifornien. Du. Macht ihr das mal. Die letzte Folge GNTM hatte es aber echt in sich. Ne? Da gab es alles. Es wurde über Pelze geredet, wir haben viel über Pelze gelernt, Gefühle gab es und es gab jede Menge Action. Okay, was machen wir jetzt? Scheiße. Oh mein Gott, das Licht ist aus! Das Licht ist aus! Also A, es ist nicht wirklich dunkel, es ist nur dunkel im Zelt. Sehen Sie, hier draußen ist es nur hell. Und dann ist mir eingefallen, klar haben die gekreischt, als es dunkel wurde. Die dachten sofort, oh mein Gott, ich kann mein Handy nicht mehr laden. Und ich weiß auch, wie Sarah reagiert hat. Es ist dunkel, ich sehe nichts mehr. Hoffentlich verdiene ich viel Geld. Und das war aber nicht alles, das Drama. Jetzt halten Sie sich fest. Es ging noch weiter. Naturgewalten sollte man niemals unterschätzen. Los, 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 los! Wind, Wasser, Schnee, Sand in die Augen. Ja, haben Sie es nicht gesehen? Meter hoch Schnee. Das war eine schwarze Piste. Es ist ja alles weiß. Viele denken, das ist ein Zelt, das ist ein gottverdammtes Iglo. Schneesand, ja, ein typischer April im Februar in L.A. Können Naturgewalten nachwachsen, ist das? Nee? Ja, ich frage für eine Freundin. So, jetzt fragen Sie sich natürlich, was geht in so einem jungen Menschen vor, der im Angesicht der Naturgewalten, des Blackouts und mit Schnee und Sand im Gesicht mit dem eigenen Ende konfrontiert wird. Und ich habe das Glück, Ihnen zu sagen, das geht in diesen Menschen vor. Wir wurden kurz bevor der Sturm ausbrach die Nägel frisch lackiert. Und meine einzige Sorge war, dass der rechtzeitig trocknet. Ja! Ja! Wolfgang, wie wir zwei bei Gewitter, oder? Wie wir zwei, ne? Dann sitzen wir dann da. Oh, oh, ja, ja. Das, meine Damen und Herren, ist das wahre Problem. Die nixi Klima, Inflation und Nebenkostenabrechnung. Was ist mit Nägeln? Ja? Hat sich Jesus damals auch schon gefragt. Ja, es kommt alles immer wieder. Es kommt alles immer wieder. So ein bisschen sieht das da bei Heidi aus wie das ZDF-Set von Der Schwarm. Ne? Nur besser verfilmt. Der Schwarm? Wer hat's gesehen? Wer hat schon reingeguckt? Oh Leute, was ist mit euch los? Eine! Schon alle drei Teile? Und wie war's? Daumen hoch, Daumen runter, Mittel? Zwei Daumen hoch! Sehr, sind Sie mit Herrn Schätzing verwandt? Nee, achso, jetzt. Nein, 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 nein. Ja, okay. Ja. Der Schwarm. Ich finde ja, der Schwarm und Germany's Next Topmodel, die könnten sich perfekt ergänzen. Ja, also dieser Sturm, der dann aufkam, den würde ich als Hammergeron bezeichnen. Ich habe Angst, die gleiche Wende nicht begraben zu werden. Dann ist der Strom ausgefallen.
Und dann war direkt so, oh, was ist denn jetzt los? Es ist so schlimm, es ist ein richtiger Sturm. Von den Machern von Germany's Next Topmodel. Ich bin so um mein Leben gerannt, ich dachte ehrlich, jetzt ist es vorbei. Und dem Autor von Der Schwarm. Wir gehen gemeinsam, ihr folgt mir bitte alle. Das war auf einmal total Weltuntergang-mäßig. Das war echt katastrophal. Der ewige Kampf. Blödheit gegen Natur. Sandkörner sind mir überall gegen die Beine irgendwie. Das neue Endzeit-TV-Event. Hilfe, Hilfe, bitte, bitte lass uns gleich einfach in Sicherheit sein. Germany's Next Top-Schwarm. Naturgewalten sollte man niemals unterschätzen.